Und damit herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Ich hoffe, die Maus war gestern nicht die ganze Zeit im Bild, aber ich glaube nicht. Wir schauen mal hier weiter. Hier sind ein Arsch voll Türen. Eine ohne helles Fensterchen oder einem hellen Fenster. Okay, gut. Vielleicht sind die auch einfach nur unterschiedlich. Ich weiß noch nicht, wo das hinführen soll. Das ist jetzt wieder alles eher Knast, ne? Großer offener Raum. Was soll schon schief gehen? Gottes Willen, habe ich mich erschreckt, Alter. Die sehen ein bisschen aus wie wir, kann das? Wo soll ich denn hin? Okay, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Pattern gibt, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja scheinbar nicht Licht, was uns gefährlich ist, sondern... Da ist ein Käfig. Explizit etwas, was das Auge da macht. Okay, das geht nicht. Was soll ich tun? Bin mir nicht ganz sicher, was das Ziel ist. Ich kann mich nicht bewegen weiter. Okay, ich kann nur in der Mitte springen. Ah! Hab gesehen. Klar kann man hier reinklettern. Sieht man doch. Da komme ich bestimmt irgendwann zurück. Okay, hier oben sind nochmal Zellen, würde ich sie benennen. Okay, sobald man irgendwo an der Wand rankommt, hält Gelbkäppchen sich da auch ganz, du Scheiße, gerne mal dann fest. Wieder so ein gruseliges Ding. Und hier ist schon wieder so eine schwarze Suppe drunter. Okay, aber offensichtlich sollen wir hier nichts machen. Okay, und hier sind noch mehr Türen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir hier gerade tun sollen. Ist hier irgendwas? Ja, Kisten, aber ob ich auf die drauffallen will, weiß ich nicht. Hatte ich mir drüben schon mal überlegt, aber das ist eine Idee wäre, aber wozu, ne? Also bisher wurde uns ja noch nicht so wirklich gesagt, was wir tun sollen. Das ist jetzt für ein Limbo. Hätte mich das nicht gewundert, aber hier... Junge, was bist du Ekelhaftes? Also das war der Bur, den wir schon mal haben ins Haus, also in die Dingens gehen sehen, eben im letzten Part, glaube ich. Aber Junge, war ein bisschen creepy. Bin ich ganz ehrlich, was ist das da? Eine Kerze? Können wir die Kerze da anzünden? Wir können die Kerze hier anzünden, okay. Es gibt also unterschiedliche Arten von... Dinge, die wir anzünden können. Kann ich rumlaufen? Ich
weiß, dass ich gerade ein bisschen Risiko eingehe, aber... Ich wollte nicht den ganzen Tag brauchen. Ist auch sehr unfällig, wenn plötzlich irgendwo was brennt, was vorher nicht gebrannt hat. Also sofern es Bosskämpfe gibt, was ich nicht weiß, wird das auf jeden Fall unser erster Gegner sein. Das wollte ich nicht. Ich wollte die gucken, ob ich die rumziehen kann, aber kann ich nicht, okay. Gut. Also offensichtlich gibt es hier einen Knast und eine Kinderstation und einen Typen mit 8 Meter Armen oder so. Ich muss sagen, ich finde die Schachtszenen ziemlich schön gemacht. Ich rechne bei so einem Gitter übrigens immer damit, dass ich einbreche. Ich finde es auch ganz geil, wie weit man sich umgucken kann. Das geht nämlich relativ weit. Muss man ja mal positiv festhalten. Aber wieso war an der einen Stelle... Oh, wir haben Hunger. Okay, wir haben Hunger. Wir brauchen was zu essen. Dann haben wir jetzt hier immerhin eine Aufgabe, ne? Das ist schon sehr verstecken. Also wird wahrscheinlich gleich irgendwas kommen, was uns nicht so cool findet. Und da sehe ich doch was zu essen. Das sieht doch aus wie eine... Kantine, wollte ich gerade sagen. Was sitzt da? Ich glaube, da sitzt ein Kind. Wieso haben wir plötzlich so dolle Hunger? Danke, I guess. Will ich wissen, was die essen? Nettes Kind auf jeden Fall. Und das ist von seinem wenigen Essen, das es hat, abgegeben. Da ist schon wieder eine Schlinge, Alter. Okay, kann man nicht aufmachen? Das sah so aufmachbar aus für mich. Ich hätte gesagt, der war ein bisschen kleiner, ein bisschen größer als wir. Weiß nicht, wie ihr dazu steht. Hallo? Dude. Na, da komme ich nicht ran. Okay. Ich hätte gesagt, der war ein bisschen größer als wir. Also sind wir vielleicht auch eine Art Gnom von der Größe her? Könnte das hinkommen, ne? Aber warum sollten denn unsere Artgenossen, sag ich jetzt mal, vor uns weglaufen? Das gibt ja keinen Sinn. So. Das sieht mir ehrlich gesagt nach Tierkäfigen aus. Das könnten aber selbstverständlich auch Kinderkäfige sein. Oder Gnomkäfige. Das ist alles möglich. Okay, Bruder. Was hätte ich da mehr machen sollen? Schwingt das? Habe ich gar nicht drauf geachtet, dass es schwingt? Das hat da oben gespeichert. Warum sagt mir das Spiel, dass es speichert, wenn es gar nicht speichert? Frechheit. Naja, egal. Wir gehen mal wieder nach da oben. Würde ich sagen. Schwingt das hin und her? Dann habe ich das vielleicht gerade übersehen. So. Naja, knack. Das schwingt hin und her, okay, habe ich nicht drauf geachtet gerade eben.
Ich laufe übrigens nicht, ne? So, muss ich jetzt nach da hinten? Oder wo muss ich jetzt hin? Ich würde sagen, ich muss nach da hinten, ne? Lebe ich noch? Ich seh nichts. Ich sehe nichts. Meine Fresse. Ich hätte gesagt, ich schaffe den Jump. Offensichtlich habe ich ihn nicht geschafft. Naja. Komm, geh da hoch. Ich würde sagen, wir tryen den nochmal. Nur muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, dass ich überhaupt noch den Schwung mitkriege. Jetzt nicht, also wir halten uns nicht fest. Okay, verstehe ich nicht. Bin ich ehrlich? Wo müssen wir denn hin? Also das Schwingende war für mich erstmal logisch. Und dann sah das nächste so aus, als ob wir da hochspringen könnten. Ich habe festhalten gedacht, ne, nur nicht, dass ihr glaubt irgendwie, ja, der Fisch, der ist so dumm, um sich festzuhalten. Nee, also ja, ich bin dumm, aber nicht so dumm. Ne, also festhalten habe ich gerade. Ah, warte mal. Wir suchen einen Schalter. Da hätte man noch darauf achten können, ob irgendwo ein Schalter ist. Habe ich nicht. Ja, ja. Komm, Heidi Goschen. Mal hier oben umgucken, ob hier irgendwo ein Schalter ist, würde ich sagen. Sieht für mich aber auch einfach so aus, als ob wir da hoch müssen. Ich würde sagen, das Kabel vom Schalter geht auch da hoch. Ich probiere es nochmal. Okay, hierauf komme ich. Okay, ich komme einfach nur nicht darauf, oder was? Hallo! Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Da bin ich. Ja, okay. Also irgendwie komme ich da nicht weiter. Greife ich was nicht? Also um euch das mal kurz bildlich darzustellen, habe ich eine Maus? Ich habe keine Maus hier drin. Also ich stand ja eben da, ne? Da. Jetzt habe ich eine Maus. Ich konnte da nicht raufspringen. Und ich konnte da nicht raufspringen. Aber ich muss doch offensichtlich da hoch, oder? Das sieht aus wie eine Treppe für mich. Ich bin verwirrt. Ne, da kann ich nichts mehr machen, okay. Kurze Sekunde warten. Da bin ich ein bisschen früh abgesprungen. Ich versuche jetzt nochmal auf die zwei Schränke zu springen. Auch wenn es eben nicht so wirkt, als ob das möglich wäre. Das ist definitiv nicht möglich. Also mehr als RT ist es, glaube ich. Festhalten kann ich halt nicht. So, da kann ich rüber. Also, wenn ich mich dumm anstelle. Da habe ich mich gerade dumm angestellt, ne? Also. Obviously. Ja, komm, lauf. Also, ich probiere das jetzt nochmal und gucke mich dann nochmal um. Und ansonsten gucke ich gleich mal kurz in den Guide. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwas verbuggt ist jetzt schon. Kann ich das Ding schieben eigentlich? Wieso kann ich den bewegen? Ich werde gerade angerufen, eine Sekunde. So. Gerade festgestellt, dass unser kleiner Gnom sich verneigt, wenn man Steuerung drückt. Also ist halt, kriege ich eher so ducken. So, jetzt nochmal Realitätsüberprüfung, ne? Ich muss doch da hoch. Und auf die Doppelten komme ich nicht drauf. Auf den einfachen komme ich drauf, aber von da aus komme ich auch nicht weiter. Richtig? Ich probiere es jetzt nochmal aus. Kurz warten, bis der Bums wieder hier drüben ist.
Ich bin ja nicht so dumm, mich festzuhalten. Das kriege ich ja hin. So. Okay, das heißt ohne festhalten, das jetzt mit festhalten. Geht nicht. Nö, geht nicht. So, wie weit kann ich nach vorne? Nö, geht nicht. Guck mal, eben kurz in den Guide. Bis gleich. Oh Junge, gefick dich, Alter. Ich habe exakt bis dahin geguckt, wo der Walkthrough das gelöst hat. Und darüber zu kommen, sieht zwar absolut offensichtlich aus, weil da auch so eine Treppe ist und so, aber ne. Ne, da musst du nicht rüber. Du kannst selbstverständlich hier an der Kette hochklettern, was ziemlich dumm aussieht, möchte ich mal anmerken. Selbstverständlich kannst du das. Das sieht man ja auch. Ja? Dumm, wer was anderes gedacht hat. Weiß ich nicht, Bruder. Die Leiter habe ich übrigens gesehen, aber da geht es tatsächlich nirgendwo hin. Ich dachte mir, wird ja wahrscheinlich der Hauptweg sein. Was ist hier? Offensichtlich bin ich zu schwach dafür, okay. Warum? Hallo? Yee! Junge, ist mir weit gefallen. Bitte nicht am Arsch der Heide. Oh nö, warum denn? Das ist doch scheiße. Ich hätte gehofft, wir spawnen da oben wieder. Hätten wir nicht wenigstens oben an der scheiß Kerze spawnen können, da wo wir ja auch angezündet haben und wo wir ein Auge hatten. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht mal eine Ahnung, was wir jetzt damit machen sollen. Aber wir sollen offensichtlich irgendwas da oben machen. So, jetzt ist das Ding sogar noch heile. Komm, hoch. Ja, hier hätte es doch Ast rein speichern können. So, dann wollen wir mal hier hoch. Guten Tag. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin sollen mit dem Scheiß. Also es ist auch gar nicht so weit weg, glaube ich. So. Okay, das geht immerhin schon mal. Pock. Ich bin schon wieder viel zu weit vorne hingesprungen. Das tut weh, oder? Ne, tut's nicht. Gut. So. Könnt ihr auch mal wieder speichern, finde ich. Hallo? Ah, ich kann die rausziehen, okay. Nee! Springst du bitte auf? Ich spring drüber, danke. Hm? Okay, hier geht's auch noch. Gut. Ich würde aber sagen, wie es hier weitergeht, machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.